wir sind in Weimar West. Hier bin ich aufgewachsen, habe meinen ersten Auftrag hier gemalt, an der Kaufhalle. Und ja, man sieht ja, was dabei übrig geblieben ist. Viel ist es nicht. Hier war alles immer beschmiert mit irgendwelchen Schmierereien. Und dann haben wir einfach mal im Rewe nachgefragt, wie es aussieht. Können wir was Cooles dran machen, was mit Konzept? Und klar, man kann Hall of Fame malen, das ist legal, aber dann sind die Bilder halt nicht sehr langlebig. Es gibt dann noch einen positiven Aspekt, dass man einfach, dass die Leute das schätzen und man auch zeigen kann, es gibt auch anderes Graffiti. Wir können ja dann noch mal gucken, ein bisschen, was ist noch zu sehen im Hintergrund. Ja, hier vorne ist noch ein Stück von der Milka-Kuh zu sehen. Ist leider umgeklappt, deshalb sieht man es nicht ganz so gut. Man sieht noch ein bisschen lila an dem Stein. Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Also, es ist halt, wie schon gesagt, das ist das erste Bild und man vergisst es eigentlich nie. Also es ist halt so, dass ich schon immer was Künstlerisches machen wollte. Ich wollte immer eigene Ideen umsetzen. Die Entwürfe mache ich meist am Computer. Dann mache ich Fotos vom Objekt, damit ich die Sachen rein projizieren kann. Damit die Leute sich das auch vorstellen können, wie das dann am Ende aussieht. Weil meistens ist so, ich habe was, was ich malen kann und setze es dann halt eins zu eins um. Dann werde ich mal gucken, was ich da so machen kann. Also ich gehe bei der ganzen Sache auch vor, wie als würde ich das Bild direkt schon an der Wand malen, weil es die gleichen Schritte sind. Vom Prinzip her ist es schon ähnlich. Also ich denke, meine Arbeit ist klar schon eine Mischung aus Kunst und Handwerk, aber ich denke schon, dass es mehr Handwerk ist, weil es dabei nicht um den künstlerischen Aspekt direkt an der Wand geht, sondern mehr um die Technik mit der Sprühdose. Wenn der Kunde sagt, er will das und das, dann habe ich halt die Vorgabe und dann muss ich nach einer Vorlage arbeiten. Also meistens meine Freundin mit dabei, die macht das gleiche wie ich, auch so fotorealistische Malerei. Also wir haben die Firma End-to-End genannt und End-to-End ist ja die zwei in der Mitte, wir als zwei Personen, meine Freundin und ich. Das heißt quasi auch, dass wir unsere Aufträge von Anfang bis zum Ende alles gemeinsam erarbeiten, vom Entwurf bis zum Rechnungsschreiben. Ja, klar hätte ich auch mit Pinseln malen können und irgendwelche Leinwände pinseln, aber Graffiti gehört raus in die Welt, an die Fassaden.